Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Wolfenstein: The New Order. Ja, und wir waren ja jetzt hier vor der Tür und gehen einfach mal rein. Was wird uns da wohl erwarten? Noch mehr von so Nazi-Hunden? Oder doch Freunde, was ich eher nicht glaube. Auf jeden Fall schon mal eine Kamera, würde ich sagen. Ist das? Oder? Was ist das? Kein. Sieht aus wie eine Kamera. Hallo? Okay, das sind auf jeden Fall keine Freunde. Oh shit, der hat einen MG. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Renn, 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 renn. Ich mag keine MGs. Ich mag auch keine Granaten, Freunde. Freunde, und nicht, wenn ihr die zu mir wirft. Stirbt doch. Stirbt, verdammte Kacke. Wow, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Verdammte Scheiße. What the hell? Ja, Freunde, das ist die zensierte Version von Wolfenstein in New Order. Aber ihr seht ja, hier sollte eigentlich ein Nazi-Zeichen sein. Eigentlich schon wieder eine scheiß Granate. Das wird ja ein Wichser. Ich meine nicht Wichser. Aber gut, das Spiel ist ab 18, da darf ich sowas sagen. Auch wenn ich selbst nicht 18 bin, aber scheiß doch. Oh ne, das ist scheiße. Sowas ist scheiße. Jawohl. Boah, du siehst mich jetzt. Ist aber schön. Ist aber dein Todesurteil, mein Freund. Alter, wo schießen ja noch auf mich und das? Freunde, ihr wünscht, ihr hättet mich nie gesehen. Ach, die armen Ghostbusters, Alter. Wollten doch nur Urlaub machen. Ja, komm, noch einen Helm aufsetzen. Vielleicht können wir auch Helme für Füße gebrauchen. Setz mal einfach mal Füße ein. Ja, komm, noch einen Helm. Helme können wir immer hier brauchen. Helme sind nett. So, war hier unten noch irgendwas? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ey, Freunde, ich kam gerade nach Hause, Alter. Es war so arschkalt, ne? Ohne Spaß. Ich bin auf der anderen Seite, okay. Oh, was war das? Es war so mega arschkalt und ich fahre ja auch noch mit der Bahn, ne? Dann darf ich ja immer erst 10 Minuten warten, bis eine scheiß Bahn kommt. Ey, es war minus 3 Grad oder so. Ich wohne in Berlin, in der Mutterstadt. Alter, und da hat so ein Wind gefegt, ey, das ist nicht normal. Ah, den hat auch schon mal besser erwischt. So. Hey, guck mal, das sieht doch aus wie Staubsauger. Was haben die da auf dem Rücken? So, jetzt hier mal auf dem Watt, ich glaube nicht. Ich glaube, dann gehen wir mal weiter. Oh, ne, da ging es, glaube ich, nur runter. Warte, der. Können wir den aufsetzen? Guck hier. Da. Damit saugen sie in die ganzen Geister ein. Na, los. Okay, wenn er speichert, das ist nichts Gutes, wenn er speichert. Dann wird doch gleich auch was. Oh, eine. Achtung, da ist er! Headshot. Headshot. Ich sehe dich jetzt. Ja, mein Freund, denkst du, ich sehe dich nicht? Der hat seine eigene Granate. Da war doch noch einer locker. Oh, wir haben nicht mehr so viel Leben, sehe ich gerade. Aber dafür, dass hier so 80% Leben, okay, jetzt haben wir. Wir sind an dem Stampfer vorbeigekommen. Nähern uns mit Klippe direkt unter Totenkopfs Basis. Braucht ein verdammt langes Seil, um da hochzuklettern. Ich hör was, ich hör was. Hat der keine Arme mehr? Ah doch. Der macht schon wieder diesen coolen Move. Oh. Ah cool. So kann man Helme bekommen. Helm. Helm. Mann. Der will mir seinen Helm nicht geben. Na naja, gut, ja nicht. Aber der will mir seinen Helm geben. Das ist wenigstens nett. Gib mir den Helm. Gib mir doch deinen Helm. Weg da, weg da, weg da. Blöder Ghostbuster.
Okay, ist ja lustig, dass dann die Helme von den anderen damit Netz oder abkommt. Ich frage mich auch mal, was das ist. Was ist das? Alter, habe ich da jetzt erst auf ein Loch hingeschossen? Ah, sieht nur so aus. Fett, hier sind auch welche. Ach, Scheiße. Ich mag keine Granaten, habe ich schon mal gesagt. Warum begrüßen die denn immer so? Wo hat der denn hingeschossen, Alter? Ah, er konnte nicht mal selbst zu Ende reden, schade. Boah, da ist Blut an jemand gespritzt. Weißt du, das Geilste ist ja der Typ, der da oben erstmal. Der Typ, der oben erstmal da was schießt, ne? Der bemerkt einfach nichts. Er bemerkt nichts. Hallo. Bing. Kann man damit schießen, Alter? Mit den auch treffen? Ist ja gut. Ja, warum werden die immer so dreckig, wenn ich hier abschieße? Ich glaube, der guckt auch nicht mehr so fröhlich. Ey! Die Tür war noch nicht offen. Glaube ich. Hm. Warte mal. Zwei Gänge? Achso, hier ist noch ein Raum. Oh. Staatsoberhaupt Wilfrin. Berlin, 10. Juli 1946. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. In einem seltenen Exklusivgespräch mit dieser Zeitung über die Kriegsanstrengungen und die Werte, die unser Volk so großartig machen, berichtet unser geliebtes Staatsoberhaupt von seiner Vision, eine Welt nach dem Krieg. Eine steht absolut fest. Ich möchte Frieden für die Menschheit und bin gewillt, dafür bis zum Tode zu kämpfen. Ich denke mal, das wird Hitler gewesen sein, der das gesagt hat, aber ich glaube nicht, dass er nur Frieden will. Was ist das denn? Ein Code oder so? Okay, den Code weiß ich jetzt. Habe ich jetzt noch nichts gefunden. Ich finde mal noch einen Code, ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal weiter. Warum guckt der in die falsche Richtung, Alter? Mann. Alter, triff doch mal! Der trifft nicht! Jetzt habe ich, glaube ich. Nein! Das ist doch nicht schön. Jetzt aber. Okay, was ist hier? Nichts. Wir haben jetzt ein Leben. Ghostbuster! Was ist hier? Noch ein bisschen Leben wieder. Stand der Opa mit F. Weiß ich nicht. Ach egal. Sehr gefällt mir das Spiel eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Was ist denn das hier? Ein Bett für Arme? Nee. Es sah so aus wie ein Bett. Nein. Oh. Ach so. Ja, so sind sie, ne? Immer die Munition unter dem Bett verstecken. Auch wenn es kein Bett ist. Aber scheiß drauf. Polen ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Hey, den Helm will ich. Den Helm will ich. Sind da Zigaretten? Ist aber nicht gut hier, ne? Zigaretten. Alter, wir möchten in so ein Zimmer mit so einem Licht leben, Alter. Macht den scheiß Licht aus. Ich dachte, das wäre ein Klo, Alter. Ey, da war doch gerade irgendwas. Ich dachte, das wäre ein Klo jetzt für die ganze Mannschaft hier drinne. Das wär's ja.
Ah, Freunde. Ja, das Ziel muss doch treffen, mein Freund. Aber ich irgendwie auch noch. Willst du ernsthaft dahin, wo dein Freund von deinem Freund die Gedärme liegen, Alter? Willst du wirklich auch hin? Da muss er irgendwann schiefgelaufen bei dir sein, in der Deckung zu gehen, wo dein Freund gerade gestorben ist. Also, was heißt Freund? Ich weiß nicht, ob die Nazis für Freunde waren. Da jeder für sich gekämpft hier. Naja, ich will zwar nur eure Munition, aber eure Waffen nehme ich auch gern mit. Was ist hier? Hier geht's raus. Okay, warte, hier geht's glaube ich weiter. Ich guck erstmal, was da hinten ist. Ach so, der. Na, Freund, hast du schon mal nicht bemerkt. Erreicht schon. Okay, es sind noch Missionen. Geht's hier doch nicht weiter. Na? Aua, 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 aua. Hier geht's nicht weiter. Muss doch irgendwo da weitergehen. Also wahrscheinlich denn. Oder hier? Nee, kein Zutritt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Tür wahrscheinlich da unten öffnen können mit diesen Dingern. Also brauchen wir wahrscheinlich irgendeinen Code. Ah, was für ein Code könnte das sein? Und vor allem, wie finden wir den? Was ist das hier? Achtung! Ach! Die Nazi-Sprint! Hohes Risiko! Spule in Betrieb, elektrische... Was? Entladung. 5400 Volt, oder was? Mittleres Risiko. Spule in Betrieb. Elektrische Entladung. Okay. Ballastisches Auge. Patrouillengebiet. Das soll ein ballastisches Auge sein. Für mich sieht aus wie eine riesige Nazi-Spinne. Guck dir doch mal an, das Ding. Können wir den zerstören? Ja, haben sie fein gemacht. Alter, wir werden hier beschossen. Wo denn? Da. Also müssen wir doch dahin oder was? Ich würde ja gerne den Code finden, ne? Sind ja irgendwie schon ein bisschen schade. Ich will ja wissen, was hier oder was das hier ist. Auch eine verschlossene Tür. Was für einen Code müssen wir nehmen, Alter? Weil hier ist ein Keller, glaube ich. Kamen wir von hier? Ah ja, von hier kamen wir. Mysteriös, mysteriös. Die Ghostbusters, du. Die verstecken alles. Gibt so viele von diesen Türen, Alter. Hey, warte mal. Die Tür ist ja offen. Ach so, hier kommen wir hierher. Was ist hier? Ist der... Wie kommen wir jetzt... Wisst ihr was? Ich glaube, das erwarten wir in der nächsten Folge. Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal hier ein bisschen, wie das hier weitergeht. Vielleicht finde ich auch noch zwischendurch den Code. Und dann freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Euer Werder Eddie.